Chile, das Land des Bergbaus. Salpeter, Silber, Lithium und vor allem Kupfer werden hier abgebaut und in alle Welt exportiert. Die Atacama-Wüste im Norden birgt riesige Mengen Rohstoffe. Die Minenindustrie frisst sich durch die trockenste Wüste der Welt und hinterlässt Spuren der Zerstörung. Und die Minen brauchen Wasser, enorme Mengen Wasser, die sie direkt aus den Hochlagen der Anden abzapfen. Die Ureinwohner der Wüste haben das Nachsehen. Ihre Lebensgrundlagen schwinden. Ihre Kultur ist in Gefahr, denn ihre Flüsse trocknen aus. Die Wasserprobleme der indigenen Kleinbauern begannen in den 1980er Jahren. Damals privatisierte Chile seine Wasserrechte. Die Minen und andere Großbetriebe sicherten sich schnell den größten Anteil der Rechte. Chuquicamata, der größte Kupfertagebau der Welt. Seine Staubwolken sieht man noch Kilometer entfernt. Sie enthalten giftiges Arsen aus dem Wüstengestein und Chemikalien aus dem Bergbau. Die Minen sind rund um die Uhr in Betrieb. Und bei der Verarbeitung der gewinnbringenden Rohstoffe benötigen sie ununterbrochen Wasser. Riesige Mengen Wasser. Über hunderte von Kilometern transportieren sie es über Pipelines aus den Hochlagen der Anden zu ihren Arbeitsstätten. Es ist das Wasser, das den Bauern fehlt. Iván Gallegullos ist seit seiner Jugend als Aktivist für die Sache der Atacameños unterwegs. Hier am Fuß des Vulkans San Pedro lebten seine Großeltern bis in die 70er Jahre. Die Gemeinde zählte damals 80 Einwohner. Wasser gab es noch im Überfluss. All das hier war damals ein See. Es war ein beliebter Ort mit vielen Menschen. Alles war grün und es gab Tiere, Fische, Ziegen, Lamas, Alpakas, unsere Haustiere. Doch das staatliche Minenunternehmen Codelco pumpte schon Mitte des letzten Jahrhunderts Wasser ins Tal. Ende der 1970er Jahre war der See dann leer. Codelco hat die Leute vertrieben. Heutzutage fühlt man sich wie ein Tourist auf seinem eigenen Land. Codelco bestimmte auf einmal mit einem Apparat, bis auf welche Höhe Menschen leben dürfen. Dabei leben wir seit Urzeiten sogar noch höher, bis auf 5000 Meter. Wir finden das lächerlich. Wir Atacameños spielen hier oben noch Ball. Codelco hat Leute medizinisch untersuchen lassen und ihnen geraten, in die Stadt zu ziehen, weil sie angeblich nicht für die Höhe geeignet sind. Und dann boten sie an, die Wasserrechte und das Land zu kaufen. Wenn die Leute nicht verkaufen wollen, schickt Codelco so lange seine Anzugtypen, bis sie nachgeben. Besucher mit Kamera sind an Orten wie diesem unerwünscht. Und Atacameños ebenso. Beharrlich versuchen zwei Mitarbeiter eines Subunternehmers, den Dreh zu behindern. Und Interviews wollen auch sie nicht geben. Iván ist solche Konfrontationen gewohnt. Innerhalb von Chile ist es unmöglich, gegen Codelco anzukommen. Die Hilfe, die wir brauchen, muss aus dem Ausland kommen. Meine Hoffnung ist, dass die Leute, die Kupfer kaufen, erkennen, welche Folgen der Bergbau hat, wie Land und Leute darunter leiden. Das ist ein Genozid an der indigenen Kultur. Heutzutage kommen irgendwelche Baufirmen und bauen Straßen auf Wegen, die unsere Großeltern angelegt haben, ohne Maschinen, ohne moderne Technologie. Und weil sie jetzt Straßen ausbauen, glauben sie, sie sind jetzt die Eigentümer und können uns herumscheuchen. Und der Staat sieht einfach zu. Eine Mine lässt hier in Chuchu ihre Arbeitskleidung reinigen. Die Wäscherei ist der einzige Arbeitgeber im Ort. Die Atacameños von Chuchu betreiben sie gemeinschaftlich seit 2007.
20 Frauen arbeiten hier im Schichtbetrieb 12 Stunden, 7 Tage die Woche. Die ersten Frauen, die hier arbeiteten, waren skeptisch. Sie waren es gewohnt, als Bauern selbstständig zu arbeiten. Ohne Vorschriften, ohne feste Arbeitszeit. Die Eingewöhnung war schwierig. Mittlerweile sind wir alle zufrieden, weil es eine weitere Einnahmequelle ist. Wir hatten keinerlei Erfahrung mit einem Wäschereibetrieb. Den Betriebsablauf mussten wir erst lernen. Es begann schon damit, die Wäschestücke der Arbeiter nicht durcheinander zu bringen. Jeder hat seine eigenen Sachen. Das ist ein Schutzanzug gegen Chemikalien, gut gefüttert gegen die Kälte am Morgen. Jeder Arbeiter hat ein Set von 5 Kleidungsstücken pro Tag. Ausgerechnet die in Wassernot geratenen Atacameños betreiben eine Wäscherei. Immerhin brauchen sie dafür kein Wasser aus dem Fluss. Sie benutzen Leitungswasser. Und das wird ganz Chuchu von der Mine kostenlos bereitgestellt. Trotzdem saßen die Frauen anfangs schon nachmittags auf dem Trockenen. Das Problem war der geringe Wasserdruck. Irgendwann kamen wir auf die Idee, über Nacht Leitungswasser in Behältern zu sammeln. Jetzt haben wir tagsüber eine Reserve. In der Nacht ist der Druck meist hoch, weil nicht so viele Leute Wasser brauchen. Das war die einzige Lösung, die uns einfiel. Elvira nimmt nur selten einen Tag frei. Sie arbeitet für 4 Euro die Stunde. In einem Land mit Preisverhältnissen wie in Europa. Und immer wieder plagen sie Zweifel. Ich bin zwiegespalten. Das geht uns allen so. Wieso müssen wir für den Feind arbeiten? Wir tun es, weil wir das Geld brauchen. Was wäre aus uns geworden, wenn wir diese Gelegenheit nicht genutzt hätten? Wir sind mittellos. Wir brauchen Geld. Wo würden wir denn jetzt sonst arbeiten? Wir haben diese Möglichkeit, die uns gegeben wurde.